Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal beziehungsweise dieser Playlist, wo es ja rund um die Themen Herrendüfte gehen soll. Wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, möchte ich euch heute meine Zara-Kollektion präsentieren. Ich muss kurz überlegen, ob ich nicht doch noch das ein oder andere Zara-Parfüm mehr hatte und es vielleicht aufgrund, weil ich es aufgebraucht habe, ja quasi entsorgt habe, den Flakon. Aber eigentlich, ja, die ich hier vorbereitet, beziehungsweise die vor mir stehen, sind die gesamten Zara-Parfüms, die ich in meiner Parfümkarriere quasi jetzt genutzt habe und auch noch nutzen werde. Denn hier sind noch einige, ja, original verpackt dabei, die ich in den nächsten Tagen austesten möchte. Darüber gibt es natürlich auch wieder ein First Sniff Video, meinen ersten Eindruck von dem Parfüm. Und ja, die kältere Jahreszeit rückt immer näher, früh und abends ist es doch recht frisch. Und darum habe ich hier auch ja quasi ein Rundum-Paket von sommersportlichen Düften bis über Herbst und in den Winter rein. Düfte vorbereitet bzw. befinden sich vor mir. Es wird nochmal ein separates Video geben, welche Sommerdüfte bzw. welche sportliche Düfte ich getragen habe oder für sportlich und sommerlich erachte und natürlich auch welche für Herbst und Winter. Aber beginnen wir jetzt mit der gesamten Zara-Kollektion. In dem Bereich bzw. auf Zaras Düfte bin ich schon vor einiger Zeit ja schon vor Jahren gestoßen und das erste Parfüm bzw. die erste Kollektion, es war ein Double Pack, waren diese beiden und seitdem her bin ich immer mal wieder bei Zara unterwegs, bestelle mir den ein oder anderen Duft, weil mir Zara Düfte gefallen. Nichtsdestotrotz erwähne ich immer wieder, die Haltbarkeit und Performance könnte etwas besser sein. Aber für den geringen Preis finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich ganz angenehm. Und der Einstieg in die Zara-Kollektion, in die Zara-Parfüms begann mit diesen beiden hier. Leider gibt es diese nicht mehr zu kaufen in dieser ja, Variante. Das Zara Sport, was mir damals von Flakon her sehr gut gefallen hat, ist etwas, ja wie ihr seht, milchglasartig, hat auch nach wie vor einen wunderbaren sportlichen Duft, Charakter, wie frisch geduscht, frische Wäsche, na, jetzt kriege ich ja, ja, wie ja, Schauergelartig, wie frisch gewaschene Wäsche, absolut sehr gut geeignet, wenn es darum geht, wenn ihr zum Sport gehen wollt. Und in diesem Doppelpack war einmal so quasi ein Tagesduft, Sport und am Abend ein etwas eleganterer Duft. Der ja, Zara Kollektion hat jetzt keinen speziellen Namen und der war eher etwas für abends, für ja, Verabredungen, für Treffen, für Meetings. Und der war quasi die elegante Variante oder die etwas elegantere Variante von diesen beiden. Und wie gesagt, diese beiden habe ich mir als Set schenken lassen zum Weihnachten. Und dadurch, dass ich euch wirklich überzeugen möchte, beziehungsweise euch zeigen möchte, dass mir Zara Sport sehr gut gefällt, habe ich mir auch mal ein paar Jahre später, ich glaube zwei, drei Jahre später, der reformulierte Flakon bestellt. Er riecht aber eigentlich, sagen wir mal, zu 99% wie dieses hier. Die aktuelle Batch oder den aktuellen Batch habe ich allerdings noch nicht gerochen und bin mir auch nicht mehr so sicher, ob es Zara Sport aktuell noch im Handel gibt. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir unten in die Kommentare. Aber es gab mal gute Angebote, darum habe ich auch hier gleich mal noch zwei Zara Sports in dieser Variante hier noch einmal gesaved. Und wenn es mich einmal cash, dann werde ich auch einen von diesen Paketen noch mal öffnen und natürlich Zara Sport noch einmal tragen. So, dann als weiteres, wie ihr wisst, das habt ihr auch in dem vergangenen Jahr
der Duft der Woche bei mir gesehen und diesen trage ich auch wirklich ein bis zweimal in der Woche, gerade jetzt noch, wo es tagsüber doch noch etwas wärmer ist. Und die Rede ist vom Zara Vibrant Leather. Zara hat aktuell ja eine ganze Vibrant Kollektion rausgebracht mit Oud und mit hin und her. Etwas weitere Wirkstoffe, auch eine Spezialvariante gibt es vom Vibrant Leather. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir das Original geholt, bin gleich vom ersten Sprüh an überzeugt gewesen. Natürlich wissen wir alle, wie ich auch immer wieder sage, die Haltbarkeit könnte etwas besser sein, aber für einen geringen Preis, und das sind, glaube ich, hier, wenn ich mich nicht täusche, 125 Milliliter, macht ihr nichts falsch, auch wenn ihr über den Tag hin vielleicht ein, zweimal nachsprühen müsst, soll oder ist aus meiner Sicht ein guter Creed Aventus Klon, aber wie gesagt, Haltbarkeit und Performance könnten etwas besser sein. Mehr ist mehr, den ein oder anderen Spritzer mehr vertragt ihr auf jeden Fall. Aber ich habe mir auch nochmals diesen Duft nachbestellt, habe ich noch einmal original in einem Karton liegen, und wenn dieser aufgebaut ist, werde ich ja den neuen wahrscheinlich auch noch öffnen. Falls ihr mir nicht glaubt, Moment. Ja, hier ist er. Hier ist nochmal das Original. Einmal für mich als Backup-Lösung, wenn es mich noch einmal kascht und ich sage, ja, diesen Duft möchte ich weiterhin tragen. Vielleicht ist es aber auch erst nächstes Jahr. Wir werden sehen. Ich habe noch ausreichend noch gut die Hälfte in dieser Flasche hier. Und es wird natürlich auch wieder etwas kühler. Und da werde ich diesen vielleicht nicht mehr so oft tragen. Das war eigentlich schon die frischere Variante. Ich habe noch einen Duft hier, noch original verpackt. Davon wird es demnächst ein Unboxing beziehungsweise ersten Eindruck geben. Das nennt sich Zara Tihupo. Und da bin ich mal gespannt, wie das riecht. Angeblich soll es wohl etwas sehr nach Bergamotte riechen, aber ich lasse mich gern überraschen. Des Weiteren habe ich noch original verpackt Ambroxan. Auch hier gibt es demnächst einen ersten, ja, First Sniff, ersten Eindruck von den Ambroxan. Ich habe schon kontroverse Meinungen gehört und bin gespannt, wie dieser auf mich wirkt. Gab es auch mal im Angebot, konnte ich nicht liegen lassen, musste ich einfach mitbestellen. Genauso wie Sandalwood. Das ist wahrscheinlich, oder so wie es aussieht, aus einer derselben Kollektion, Variante. Und genauso wie bei dem Ambroxan bin ich bei dem Sandalwood gespannt, wie diese beiden Düfte auf mich wirken und wie der erste Eindruck ist. Ein weiteres Highlight, was man nicht mehr so, ja, häufig findet, beziehungsweise habe ich es noch schon lange nicht mehr gesehen. Ich musste es oder habe es mir in auf jeden Fall in Italien, ich weiß nicht mehr genau den Ort, habe ich mir den Zara aus der Zara Tobacco Kollektion das Unexpected Fresh Spicy Parfüm geholt. Es war eines der letzten, ich glaube, sie hatten noch zwei dieser Düfte da. Einer gehört jetzt mir. Und wie gesagt, diese Kollektion, beziehungsweise es gibt ja zwei oder drei verschiedene Varianten, habe ich jetzt in Deutschland im Handel leider nicht mehr gesehen. Ihr wisst ja, ich bin nicht ganz so ein spicy, so ein scharfer Freund von Parfüm. Aber dieser verzauberte mich durch Wärme, durch leichte Süße, durch das leichte Tobacco. Ja, das durch den leichten Tabak, rauchigen Duft, und dieser gefiel mir gleich auf Anhieb, wo ich ihn das erste Mal im Laden gerochen habe. Aber wie gesagt, ihr müsst gucken, ob ihr den noch bekommt. Auch hier soll die, ja, ich sag mal, die Haltbarkeit nicht ganz so sein. Aber er ist schön, er ist warm, er ist wohlig, und das ist eigentlich genau das, was ich mir für einen Herbst-Winterduft ja vorstelle.
Und last but not least ist es ein Duft, der gerade sehr umworben wird. Und ich bin froh, dass ich eine Flasche davon bekommen habe. Im Laden habe ich es nicht gefunden. Ich musste es online bestellen, sogar da mit Wartezeit. Das ging aber 2-3 Tage hat es gedauert, bis Zara diesen Duft wieder bekommen hat. Und zwar ist die Rede von Zara Warm Black. Dieser ist auch ebenfalls noch original verpackt, ihr könnt es hier sehen. Und ich bin sehr gespannt, wie dieser Duft riecht. Ich hatte einmal die Möglichkeit, als ich letzte Woche in einem Zara-Store war, diesen mal kurz auf einen Streifen aufzusprühen. Und wie viele sagen, ja, es riecht wie Tobacco Vanille von Tom Ford. Wobei ich finde, dass dieser, das war mein erster Eindruck, auf dem Streifen etwas säuerlicher, etwas ja, nicht ganz so vanillig bzw. tabaklastig gerochen hat. Ich bin gespannt, wie dieser Batch bzw. mein Flakon, meine Flüssigkeit in dieser Flasche duftet. Und darüber wird es natürlich sicherlich auch ein First Sniff bzw. ein einzelnes Video davon geben. Ja, das waren quasi meine Zara Parfüms, die ich aktuell habe und auch nutze. Ich zähle nochmal kurz durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 7 Zara Düfte habe ich in meiner Kollektion und das eine oder andere natürlich doppelt und Zara Sport auch dreifach, weil das Problem bei Zara, wenn euch ein Duft gefällt, Zara hat immer so gefühlt Intervalle, wie lange diese Düfte auf dem Markt sind. So vielleicht 3 Monate oder vielleicht ein halbes Jahr, aber dann verschwinden leider die Düfte meist aus der Kollektion, aus den Stores und ihr kommt nicht bzw. nur schwer ran. Also sollte euch ein Duft gefallen, kleiner Tipp, bestellt ihn euch nach bzw. kauft ihn euch nach und hebt ihn sorgfältig auf, natürlich lichtgeschützt, Feuchtigkeit geschützt und so weiter und so fort. Ihr habt ja schon mein Video gesehen, wie lagert man ein Parfüm richtig, denke ich mir. Wenn nicht, schaut es euch gern noch einmal an. Ja, wie gesagt, das war meine Zara-Kollektion. Es wird nochmal 1-2 separate Videos dazu geben. Sommerdüfte, sportliche Düfte und herbstliche, winterliche Düfte, beziehungsweise zu dem einen oder anderen. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Düfte, die es ebenfalls nochmal als Einzelreview gibt. Seid gespannt und wie ihr seht, viele weitere Videos werden noch folgen. Und auch heute bedanke ich mich natürlich wieder fürs Einschalten und freue mich, euch das nächste Mal wieder hier auf meinem Kanal bzw. dieser Playlist begrüßen zu dürfen. Bis dahin, beste Grüße, euer TK.